Die Möhre meint bei 310.000 Kilometer, sie möchte jetzt noch einen neuen Anlasser. Die Fachanleitung habe ich gelesen, habe ich schon wieder vergessen. Ich habe bei YouTube und im russischen Forum gelesen, dass man den Anlasser irgendwie so rauskriegt, weil man irgendwas losschrauben muss oder hier was anheben muss. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich habe jetzt soweit die Schrauben alle losgekriegt. Ich habe nur das Problem gehabt, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Der Halter, ne? Die Schrauben vom Halter habe ich nicht losgekriegt. Aber ich habe ihn trotzdem hochgezogen. Wie habe ich ihn hochgezogen? Hier sogar die Stehbolzen raus. Genommen, den Halter lose gemacht, hier den lose gemacht, bisschen hochgepumpt, hier so hochgepumpt. Geil, jetzt fängt es an zu regnen. Das kann ich gleich, ne, so ein bisschen hochgepumpt und jetzt hier rüber geschoben. Hier bis Anschlag quasi. Und wie gesagt, das ist jetzt klemmt jetzt. Also es hätten keine 2 mm weniger sein dürfen. In diesem Falle. Zumindest habe ich den Anlasser noch nicht raus. Ich habe das Ding aber jetzt so hochgezogen. Weil dieser Halter hier unten, kann man das sehen? Schrauben. Die sind hoffnungslos. Diese Schrauben. Ich habe jetzt hier nicht. Da sieht man, diese Schrauben sind hoffnungslos zu lösen. Da biege ich noch dreimal an dem Halter rum und dann habe ich ein Loch im Cut. Ja, kriegt man auch noch neu, aber muss ja nicht. So, Feierabend.